Hallo, ich bin Harald Karcher und heute geht es um die Frage: Reicht eine DSL Fritzbox 7530 AX als Router hinter einem neuen Glasfaseranschluss oder braucht man dann unbedingt gleich eine neue Fiber Fritzbox 5590 zu einem neuen Glasfaseranschluss? Genauer gefragt, wozu reicht eine weiß-rote 7530 AX von AVM oder deren schwarze Schwester von 1&1, wenn sie per LAN-Kabel hinter dem schwarzen Glasfasermodem ONT eines Glasfaserproviders hängt? In diesem Falle wird das in der 7530 AX verbaute DSL-Modem arbeitslos und die kleine Fritzbox bekommt dann viel schnelleres und stabileres Internet aus dem schwarzen ONT-Kästchen zugespielt. Im ONT steckt ja ein Glasfasermodem. Der 7530 AX ist es egal, ob sie das Internet per DSL-Kupferkabel oder per Glasfaserkabel bekommt. Die Fritzbox 7530 AX dient am Glasfaserkabel vor allem dazu, das glasfaserschnelle Internet per LAN-Kabel oder per WLAN-Funk lokal in eurem Heim weiter zu verteilen. Die Frage ist dann vor allem, wie schnell fühlt sich das 3x3 Wi-Fi 6 der 7530 AX im Jahre 2024 an und wie weit strahlt das Wi-Fi 6 aus 2020 anno 2024, wenn wir auch junge Wi-Fi 6 und sogar Wi-Fi 7 Endgeräte an so eine Fritzbox verbinden? Kurzer Spoiler, klappt alles besser als man denkt. Wer ganz wenig Zeit hat, kann jetzt gleich zu den WLAN-Messungen springen. Dazu einfach den passenden Zeitcode in der Kapitelübersicht unter dem Video anklicken. Für alle anderen ein bisschen ausführlicher. Voilà! Die 7530 AX habt ihr vielleicht schon im Haus? Dann müsstet ihr beim Wechsel von DSL auf Glasfaser nicht einmal eure DECT- und WLAN-Telefone neu anmelden. Oder ihr kauft eine 7530 AX gebraucht im Internet für knapp 100 Euro oder neu so um die 150 Euro. Wer sie von privat ersteigert, kann mit etwas Geduld auch bessere Schnäppchen machen. Aber bleiben wir mal bei 100 Euro. Plus 39 Euro für ein nagelneues schwarzes Glasfasermodem 2 der Deutschen Telekom, in der Summe also knapp 140 Euro. Ganz links seht ihr das dünne weiße Glasfaserkabel mit dem kleinen grünen Glasfaserstecker der Gattung LC-APC. Da kommt das Internet per Laserstrahl herein. Unten im Bild ein dickes Cat8 Kupfer-LAN-Kabel. Durch dieses fließt das Internet per Strom vom schwarzen Modem in die weiß-rote Fritzbox weiter. Bis 1000 Megabit reichen aber auch dünnere LAN-Kabel der Gattung Cat5e, Cat6, Cat6e oder Cat7. In so einem schwarzen Modem alias ONT wird das Internet von Lichtimpulsen in Stromimpulse umgewandelt, damit die nachfolgende 7530 AX es verarbeiten kann. Es muss nicht genau dieses ONT-Modem von der Deutschen Telekom sein. Und es muss auch keine Fritzbox 7530 AX sein. Schon auf mein Video mit der viel älteren 7390 schreibt etwa dieser Kollege. Also die alte 73er-Serie noch zu kaufen, muss nicht sein. Es gibt die 7560, 7530, 7520, die allesamt viel besseres WLAN haben und gebraucht auch recht günstig zu haben sind. Oder gleich die 7530 AX, die es gebraucht auch unter 100 Euro gibt. Zitat Ende. Und meine Antwort dazu war und ist, jawohl, die 7530 AX hat neu und gebraucht ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Gegensatz zu einer alten 7390, die zwar auch noch gutes WLAN funkt, aber deren FritzOS bei 688 aufhört, gibt es für die viel jüngere 7530 AX ein super aktuelles FritzOS 7.80 und damit auch aktuelle Security. Das neue 7.80 verspricht sogar eine vereinfachte Einrichtung bei Anschluss an einem Glasfasermodem UNT. Seit FritzOS 7.80 lesen wir bei AVM sogar Fritzbox DSL nach Umstieg auf Glasfaser weiterverwenden.
dass ich das noch erleben darf. Zurück zum Glasfasermodem. Es geht auch ohne so eine ONT-Medienbrücke zwischen Glas und Kupfer. Falls ihr nämlich 250 Euro für eine nagelneue Fritzbox 5590 Fiber ganz locker im Geldbeutel sitzen habt, könnt ihr so eine kaufen und die 39 Euro für ein externes Glasfasermodem sparen. Diese moderne Fritzbox 5590 hat nämlich ein eigenes Fibermodem unter der Haube. Deshalb könnt ihr die Glasfaser auch direkt links oben 5590 stecken. Genauer gesagt über ein SFP-Steckmodul für AON bis 1 Gigabit pro Sekunde, für GPON bis 2,5 Gigabit oder XGS-PON bis 10 Gigabit, je nachdem, was euer Glasfaseranschluss hergibt. So ein Direktanschluss klingt erstmal super elegant. Auch der hochgeschätzte Fritzbox-Kanal von AVM nennt drei gute Gründe, warum du eine Fritzbox direkt an die Glasfaser anschließen solltest. Erstens, du sparst ein Gerät, so AVM, nämlich den schwarzen ONT des Providers, weil die Fiber-Fritzboxen ja ein eigenes Glasfasermodem, also quasi einen eigenen ONT, unter der Haube haben. Zweitens, du sparst Strom, sagt AVM, weil du keinen externen ONT mit Strom versorgen musst. Drittens, du hast mit einer Fiber-Fritzbox die maximale Performance, sagt AVM, wenn Glasfaser direkt bis an die Fritzbox geht und keine Medienbrüche zwischen Kupfer und Glas auftreten. AVM kommt also zu dem Schluss, wenn Glasfaser, dann Fritz. Gemeint sind vor allem nagelneue Fiberboxen, wie etwa die kleinere 5530 rechts im Bild und die größeren 5590 Varianten links und mittig im Bild. Und sicher auch die schon per Februar 2023, also vor über einem Jahr, angekündigten Fiber-Fritzboxen 5690 Pro und 5690 XGS, sobald sie denn endlich lieferbar werden. So ein echter Glasfaser-Direktanschluss klingt auf den ersten Blick super elegant. Trotzdem kann er mehr Stress auslösen als eine alte 7490 an einem Glasfaser-ONT. Falls euer Glasfaserkabel nämlich nicht direkt in der Wohnung endet, sondern schon im Keller, müsst ihr euch überlegen, wie ihr das dünne Fiberkabel samt grünem LC-APC-Fiber-Stecker bis in die Wohnung hochbekommt. Falls ihr kein passendes Leerrohr findet, wo ihr ein vorkonfektioniertes Glasfaserkabel samt Fibersteckern hindurchziehen könnt, dann müsst ihr spleißen oder spleißen lassen. Die bisher übliche Methode der Glasfaserverlegung erfordert Werkzeuge wie Millerzange, Kevlarschere, Fibercleaver, Laserchecker sowie viel Geschick und etwas Übung. Das Verfahren wird in diesem Video beschrieben, das ich rechts oben verlinke. Es gibt aber auch schon selbstklebende, durchsichtige, hochbiegsame Glasfasern. Diese muss man nicht in Leerrohre verlegen. Man kann sie nämlich mit einer vorne 170 Grad heißen Pistole fast unsichtbar in Ritzen oder direkt auf Wände kleben und mit normaler Wandfarbe überstreichen. Das ist in diesem Video beschrieben, das ich ebenfalls rechts oben verlinke. Jetzt braucht ihr nur noch einen ganz lieben Glasfaser-Internet-Provider, der bereit ist, eine Fiber-Fritzbox auch direkt an sein wertvolles Glasfasernetz heranzulassen und die Glasfaser-Modem-ID eurer Fiber-Fritzbox in seinem passiven Fibernetz freizuschalten. Im echten Leben lassen aber viele, nicht alle, Glasfaserprovider so eine moderne Glasfaser-Fritzbox nur äußerst ungern direkt an ihr wertvolles GPON-Glasfasernetz heran. Stattdessen installieren sie dem Kunden lieber ein separates Glasfasermodem-Kästchen namens ONT alias Optical Network Termination als Fibernetzabschluss. Das sei gut für die Kunden, aber auch gut für den Glasfaser-Provider, erklärt etwa Martin Herkommer, Leiter strategische Geschäftsentwicklung bei der Deutschen Giganetz, in einem Video, das ich rechts oben verlinke. Tatsächlich habt ihr mitunter weniger Stress und mehr Nutzen, wenn ihr eure alte Fritzbox halt einfach hinter einem ONT in die Glasfaser-Ära mitnehmt. Hinter so einem ONT laufen zwar nicht alle, aber doch viele Bestandsfritzboxen. Heute schauen wir mal die 7530 AX an. Die viel älteren Modelle 7390 und 7490 waren ja schon dran.
Sagt mir aber bitte gerne in den Kommentaren, welche anderen Fritzboxen ihr sonst noch auf diesem Prüfstand hier sehen wollt. Bei der 7530AX könnt ihr das Glasfaser-Internet vom schwarzen UNT herkommend per LAN-Kabel am gelben LAN-1-Port der 7530AX einspeisen. Da alle vier gelben LAN-Buchsen 1000 Megabit alias 1 Gigabit versprechen, könnt ihr im Prinzip alle in Deutschland üblichen Glasfaseranschlüsse am LAN-1-Port zuführen und den Fiberspeed an den drei weiteren LAN-Ports abzapfen. Üblich sind in Deutschland und Österreich Fiber-Download-Klassen mit 50, 100, 250, 500 oder 1000 Megabit alias 1 Gigabit. 2,5 oder gar 10 Gigabit Glasfaser gibt es für Privatkunden in Deutschland nur sehr sporadisch, etwa von unserer Grüne Glasfaser. Aber kein Provider ist mit 10 Gigabit auch nur halbwegs flächendeckend. Für 10 Gigabit wären die LAN-Ports der 7530AX dann tatsächlich zu langsam. An dem einen schmaleren schwarzen RJ11-Port der 7530AX könnt ihr analoge Geräte wie Telefon, Fax, Anrufbeantworter oder Türöffner verbinden. Für langsame Analogbuchsen braucht man zwar keinen Fiberspeed, da war auch DSL schon mehr als gut genug. Aber der Fiberspeed schadet auch nicht. Im Gegenteil, Glasfaser hat bessere Pingzeiten als DSL und die sind auch bei der Telefonie höchst willkommen. Wie sich das WLAN der 7530AX heute, anno 2024, mit aktuellen WLAN-Geräten schlägt, werden wir gleich noch testen. Ganz kurz vorab. Die 7530AX funkt WLAN 11AX alias Wi-Fi 6 bis 600 Megabit im 2,4 GHz Band und bis zu 1800 Megabit im 5 GHz Band. Alle Werte brutto, Bildquelle AVM. Wer wenig Zeit hat, kann auch gleich zu den WLAN-Messungen springen. Dazu bitte den passenden Zeitcode in der Videokapitelbeschreibung anklicken. Für alle anderen zuvor noch ein kurzer Vergleich mit einer neuen 5590 Fiber. Diese kann das Internet links oben mit maximal 10 Gigabit aufnehmen, sofern man einen Provider findet, der solchen Speed schon liefern kann. Ansonsten kann man nur neidvoll in die Schweiz blicken, wo 10 Gigabit Glasfaseranschlüsse auch für private Haushalte schon fast normal sind. Rausholen kann man das schnelle Internet aus der 5590 Fiber an den 5 gelben Pfeilen, also an den 5 LAN-Ports. Allerdings nicht mit 10 Gigabit, sondern nur bis zu 2,5 Gigabit am blauen LAN-Port und bis zu 1 Gigabit an den 4 weiteren gelben LAN-Ports. Zusätzlich kann die 5590 das schnelle Fiber-Internet auch über Wi-Fi 6 an mobile WLAN-Endgeräte verteilen. Zur 5590 gibt es auf diesem Kanal schon mehrere ausführliche Videos, auch zu deren Wi-Fi 6 WLAN und auch mit Internet-Test an einem 2,5 Gigabit GPON Glasfaseranschluss. Das vertiefen wir hier nicht. Jetzt testen wir die 7530AX an einem externen Modem. Da ich leider noch keinen Glasfaseranschluss in der eigenen Bude habe, teste ich die 7530AX hinter dem aktiven Kabelmodem meiner produktiven Fritzbox 6660 Cable. Das Modem der 6660 spuckt das Internet genauso schnell aus wie ein Fiber 1000 UNT am Fiber 1000 Anschluss, nämlich mit gut 1000 Megabit alias 1 Gigabit pro Sekunde. Der gebrauchten Fritzbox 7530AX ist es egal, ob das schnelle Internet nun per Glasfaser oder per Koaxialkupfermodem letztlich in ihr LAN und WLAN zugespielt wird. Wichtig ist nur, dass wir mindestens den LAN-1-Port der 7530AX auf 1 Gigabit hochsetzen, damit der Speed des externen Zuspielers auch möglichst ungebremst über LAN 1 in die 7530AX hereinrauschen kann. Als Zugangsmethode wählen wir weitere Internetanbieter, vorhandener Zugang über LAN. Und klar, die Weboberfläche der 7530AX ist danach nur noch über WLAN sowie über LAN 2, LAN 3 und LAN 4 erreichbar, denn der LAN 1-Port wurde ja zu einem WAN-Port umgepolt. Auf der Startseite der 7530AX lesen wir jetzt Internetanbieter, vorhandener Zugang über LAN, verbunden über LAN 1 seit 16.04.2024, 23.07 Uhr.
Jetzt aber zum WLAN-Test. Wir erzeugen mal ein bisschen Durchsatz auf beiden WLAN-Bändern, die die 7530 AX versteht, also bei 2,4 und bei 5 GHz. Und zwar mit einem der ersten brauchbaren Wi-Fi 7 Handys, dem OnePlus 11, links im Bild. Auch um zu zeigen, dass sich alt und neu verstehen. Grün sieht man die von der 7530 AX gesendeten Signale im 2,4 GHz Band. Jede der 5 Säulen war ein Speedtest über speedtest.net. Und hier die durch die 7530 AX maximal belegten Kanäle. Natürlich ist auch bei mir das 2,4 GHz Band stark übervölkert. Mit diesem Setup wandere ich durch meine Bude, in der ich schon seit Jahren WLAN teste und bekomme am ersten Messpunkt links oben im Bild direkt neben der 7530 AX gut 166 Megabit Netto-Durchsatz. Mit der 7490 waren es hier 93 Megabit. An einem schwierigen Punkt rechts unten in Raum 5 sind es noch 62 Megabit netto. Mit der 7490 waren es hier 44 Megabit. Das ist aber alles eine brauchbare Reichweite. Allerdings fällt auf, dass der Upload nach hinten raus deutlich abfällt. Und jetzt das gleiche im 5 GHz Band. Die 5 Säulen zeigen 5 Speedmessungen, erzeugt mit dem bekannten Tool speedtest.net. Hier wieder grün die von der 7530 AX belegten Kanäle im 5 GHz Band. Im 5 GHz Band habe ich Gottlob viel weniger Störungen aus der Nachbarschaft. Und bei meiner eigenen 6660 Cable, die im Test das Internet über LAN 1 in die 7530 AX zuspielt, habe ich vor den Messungen natürlich das WLAN ausgeschaltet, damit die 7530 AX nicht mehr Störfeuer als nötig abkriegt. Netto sehen wir im 5 GHz Band auf kurze Distanz auf Anhieb sehr schöne 914 Megabit im Download. Mit der 7490 waren es hier 572 Megabit. Und 100 Megabit im fünften Raum, auch das ist gut. Der Upload hält sich ebenfalls gut. Vorne in Raum 1 die maximalen 54 Megabit pro Sekunde, hinten in Raum 5 noch 48 Megabit. Wobei auch hier der Upload wieder durch den Vodafone CableMax 1000 zu 50 Megabit Anschluss ausgebremst wird. Wir übertragen die Download-Werte beider Messtouren mal in ein einziges Kurvendiagramm. Die blaue Kurve zeigt den Download-Durchsatz im 2,4 GHz Band. Die rote Kurve zeigt die Downloads im 5 GHz Band. Das Ergebnis könnte kaum schöner sein. Auf kurze Distanz zur 7530 AX, also am linken Anfang der Kurven, ist das 5 GHz Band um das Fünffache schneller als das 2,4 GHz Band. Auch ganz hinten im fünften Raum ist bei mir das 5 GHz immer noch schneller als das vermeintlich reichweitenstärkere 2,4 GHz WLAN. Blenden wir zum Vergleich mal die Werte der viel älteren 7490 ein. Dort war in meiner Bude im entfernten Raum 5 die blaue 2,4 GHz Verbindung tatsächlich marginal schneller als das rote 5 GHz WLAN. Mehr zur 7490 hinter Glasfaser ONT findet man in diesem Video vom 12. April 2024. Und die Werte zur 7390 findet man in diesem Video vom 28. Februar 2024. Beim Video zur 7490 kam noch folgende Frage von Marcel Stöckigt 81. Kann man bei einer Fritzbox 7590, die per ONT an das Glasfasernetz angeschlossen ist, noch die Werte auf der Benutzeroberfläche der Fritzbox Internet Online Monitor Online Zähler abrufen? Voila! Bei der 7590 habe ich das noch nicht geprüft. Da plane ich noch ein Video. Aber bei der 7530 AX habe ich mal 3 Durchsatzmessungen mit speedtest.net gemacht. Und genau diese sehen wir jetzt hier im Fritz Online Monitor. Oben die 3 Downstreams bis knapp 1 Gigabit pro Sekunde. Unten leicht zeitversetzt die 3 Upstreams, der erste knapp oberhalb von 50 Megabit pro Sekunde. Und ja, der Zähler funktioniert ebenfalls, obwohl das Internet von einem externen Modem zugespielt wurde. Schon jetzt können wir sagen, dass die 7530 AX hinter einem kleineren Glasfaseranschluss von 50, 100, 250 oder gar 500 Megabit genug WLAN-Power bietet, um bei kurzer WLAN-Distanz keinen Internet-Speed zu verlieren. Nur bei einem 1000 Megabit Glasfaseranschluss könnte das WLAN der 7530 AX den 1000 Megabit Fiber-Speed nicht mehr ganz ungebremst voll über die Luft verteilen. Man könnte den Speed dann aber immer noch über die
drei freien LAN-Ports 2, 3 und 4 weitgehend ungebremst entnehmen oder über eine Kombination aus LAN und WLAN. Unterm Strich also eine sehr gute Performance für eine so kleine und bezahlbare Fritzbox. Der Test am Vodafone CableMax 1000-Anschluss zeigte vor allem die praxisnahen Download-Werte. Die Upload-Werte vom Handy zur Fritzbox und die Ping-Alias-Latenzzeiten lassen sich jedoch viel schöner mit der kostenlosen Fritz-App WLAN aus dem Google Play Store visualisieren. Diese App installieren wir auf dem Wi-Fi 7-Handy OnePlus 11. Dieses Handy funkt natürlich auch das normale Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 und die noch älteren Funknormen. Dadurch bleibt das moderne Handy auch zur etwas älteren 7530 AX kompatibel. Ich wandere mit dem Wi-Fi 7 Handy also wieder durch die 5 Räume meiner Testumgebung und verweile in jedem Raum jeweils 60 Sekunden, also genau eine Minute. Wir beginnen im 2,4 GHz Band. Das Handy attestiert eine Wi-Fi 6 Verbindung zur 7530 AX mit Bruttodatenraten bis zu 154 Megabit pro Sekunde. Gleich testen wir auf Kanal 6, also bei 2,437 GHz. Im ersten Raum sehen wir in Sichtweite zur 7530 AX Nettospitzen um 180 Megabit pro Sekunde. Im vierten Raum liegen die Nettospitzen teils immer noch oberhalb von 80 Megabit. Nur im fünften Raum schwanken die Spitzen dann von 40 bis 60 Megabit. Das heißt, die Reichweite der 7530 AX ist wirklich brauchbar. Das komplette Messprotokoll ist etwas länger. Wer auch die Signalstärken samt Netto- und Bruttodurchsatz dieser Messung studieren will oder vielleicht sogar die Latenzwerte alias Pingzeiten, kann hier mal kurz das Video anhalten. Ganz wichtig, wir hatten während dieser Messung 0% Paketverlust. Und jetzt die gleiche Messtour im 5 GHz Band. Das Wi-Fi 7 attestiert auch hier eine Wi-Fi 6 Verbindung zur 7530 AX mit Bruttodatenraten bis zu 1200 Megabit pro Sekunde. Wir testen gleich auf Kanal 36, also bei 5,18 GHz. Im ersten Raum sehen wir in Sichtweite zur 7530 AX Nettospitzen oberhalb von 750 Megabit. Im vierten Raum liegen die Nettospitzen bei 80 bis 160 Megabit pro Sekunde. Und im fünften Raum schwanken die Spitzen dann von 50 bis 120 Megabit. Das heißt, die Reichweite der 7530 AX, genauer gesagt die Rate-over-Range-Leistung der 7530 AX, ist auch im 5 GHz Band sehr brauchbar. Das komplette Messprotokoll ist auch hier wieder etwas länger. Wer auch die Signalstärken samt Netto- und Bruttodurchsatz dieser Messung studieren will oder vielleicht sogar die Latenzwerte alias Pingzeiten, kann hier mal kurz das Video anhalten. Ganz wichtig auch hier, im 5 GHz Band, wir hatten während der Messung 0% Paketverlust. Kurzum, die WLAN-Reichweite der 7530 AX ist gut. Das WLAN wirkt relativ stabil. Stabil ist allerdings ein schlechtes Wort für WLAN, denn WLAN schwankt zumindest hinter den Kulissen, auch wenn ihr diese Schwankungen etwa bei YouTube oder Netflix meist nicht bemerkt, weil ständig vorgepuffert wird. Ich zeige euch gleich einen Live-Mitschnitt einer weiteren Messtour. Das Wi-Fi 7 Handy verbindet sich wieder im Wi-Fi 6 Modus mit der 7530 AX bei 2,4 GHz. Der Test beginnt auf Kanal 6 in Zimmer 1 links oben in der Grafik und schwankt von 76 bis 190 Megabit pro Sekunde. Und jetzt der Live-Ton direkt aus der Wanderung. Ich gehe die Windeltreppe runter zum Messpunkt 2. Jetzt bin ich da in Messpunkt 2. Okay, der Durchsatz geht ein bisschen weiter runter. So, und ich mache die Tour jetzt viel schneller. Ich gehe zu Messpunkt 3. Das ist ein schwieriger Raum mit vielen Reflexionen. Aha, meistert es aber sehr gut. Jetzt gehe ich weiter zu Messpunkt 4. Der ist erfahrungsgemäß wieder ein bisschen besser. Tatsächlich, er steigt wieder an. Und jetzt gehe ich zu Messpunkt 5. Das ist nun wirklich das fünfte Zimmer und ja, super.
an die 50 Megabit. Das reicht eigentlich für alles, für einen normalen Menschen. 4K-Video-Streaming, kein Problem. Jetzt gehe ich die Tour wieder zurück. Jetzt bin ich an Messpunkt 4 und gehe gleich weiter zu Messpunkt 3. Jetzt bin ich in Messpunkt 3 und der hat viele Reflexionen, schlägt sich aber gut. Ich gehe weiter zu Messpunkt 2. Da müsste jetzt gleich besser werden. Braucht er? Jawohl, tatsächlich. Zieht schon ein bisschen hoch und jetzt gehe ich die Wendeltreppe hoch und nähere mich dem Messpunkt 1. Und interessant ist, hier zieht er die Geschwindigkeit hoch. Das war früher oft ein großes Problem bei den Fritzboxen. Jawohl, er zieht sie sehr schön hoch. Das reicht jetzt eigentlich. Stopp. Bericht. Ja, boah. Und es ist eine schöne Kurve. Wirklich eine schöne Kurve. Jetzt gehen wir in die Einstellungen. Ich wechsle zu 5 GHz. Verbindung wird hergestellt. Jetzt schauen wir mal. Und ist er schon auf? Er ist auf 1080 Megabit. Im Prinzip, ja, er kann auch auf 1200. Jetzt geht er auf 1200 hoch. Das ist sehr gut. Damit können wir gut beginnen. Wir sind auf Kanal 36 und messen WLAN. Ich bin im Messpunkt Nummer 1. Er geht spontan auf 800 Megabit. Mehr kann man sich hier nicht wünschen. Und gehe jetzt die Wendeltreppe hinunter in Richtung Messpunkt 2. Und schlägt sich ganz gut. Sackt nicht so stark ab. 460 Megabit, 500 Megabit. Geh weiter zum Messpunkt Nummer 3, der ist erfahrungsgemäß, hat der starke Reflexionen, da müsste ein bisschen runtergehen, ja, aber hält sich trotzdem gut, ja Wahnsinn, über 300. Gehe weiter zum Messpunkt Nummer 4, jawohl, aha, ja, hat sich sehr gut geschlagen im Messpunkt 3, der ist nämlich schwierig, und gehe jetzt weiter zum Messpunkt Nummer 5. Und das ist hier schon mal gut, wenn er nicht aus dem Netz rausfällt, weil das ist das hinterste Zimmer bei mir, Messpunkt Nummer 5. Ich mache jetzt die Rückwanderung, um zu sehen, ob er die Geschwindigkeit wieder schön hochzieht. Bin jetzt wieder an Messpunkt Nummer 4. Ja, zieht ein bisschen hoch, oder? Ja, ein bisschen. Ja, vielleicht bin ich zu schnell, er braucht ja immer ein paar Sekunden, bis er sich auf die neue Situation einstellen kann. Bin jetzt in Messpunkt Nummer 3, das ist außerordentlich gut, weil wir hier starke Reflexionen haben. Da gehen viele Router oft in die Knie, viele WLAN-Systeme. Bin jetzt wieder in Messpunkt Nummer 2, also das ist eine etwas offen gebaute Galerie und gehe jetzt die Wendeltreppe hoch. So, nähere mich jetzt sehe ich bereits die Fritzbox. Und jetzt müsste noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit kommen. Und ja, er zieht es wieder, 800 Megabit pro Sekunde. Zieht die Geschwindigkeit wieder sehr schön hoch. Nichts von kleben. Zieht sie sehr schön hoch. Stopp. Bericht. Und habe hier die Kurve. So sollte es sein. Sehr schön geringe Latenzen, das ist die grüne Kurve. Die gelbe Kurve ist der Durchsatz. Erst die Wanderung von 1 bis 5 und dann ab der Mitte die Rückwanderung von Raum 5 bis Raum 1 und hat die Geschwindigkeit wieder sehr schön hochgezogen. Am Ende noch ein kurzer Blick auf die Stromwerte. Schon bei meinen ersten Messungen Ende 2020 hat die 7530 AX im Standby nur 4,57 Watt und bei WLAN-Durchsatz 5,36 Watt gezogen. Dabei hing die 7530 AX nicht selber am VDSL, sondern per LAN-Kabel hinter einer 6660-Cable, die ihr das Internet zugespielt hat. Also ein ähnlicher Modus, als wenn die Box per LAN hinter einem ONT hängen würde.
Im Januar 2021 habe ich die 7530 AX dann erstmals hinter einem VDSL 100 Megabit Anschluss gemessen, und zwar mit einer DECT 100 Schaltsteckdose an einer 7590. Da hat die 7530 AX dann im Standby 5,1 Watt gezogen und bei WLAN-Internetdurchsatz ist sie auf 6,29 Watt angestiegen. Also runden wir den Strom auf und sagen, die 7530 AX braucht im Warnmodus knapp 6 Watt. Das wäre auch hinter einem ONT über den ganzen Tag gemittelt durchaus realistisch. Rechnen wir zu den 6 Watt der 7530 AX die ca. 3 Watt eines externen Glasfaser-ONT hinzu, dann liegen wir bei 9 Watt. Damit zieht das komplette 7530 AX-ONT-Pärchen immerhin 1,5 Watt weniger Strom als die CPU-starke 5590 Fiber mit ihren 10,5 Watt. Das Argument des hochgeschätzten AVM-Kanals, dass man mit einer 5590 ohne ONT Strom sparen würde, ist also zumindest bei der extrem sparsamen 7530 AX nicht ganz richtig. In dieser Grafik hat AVM den Strombedarf eines Routers mit 12,6 Watt durchgerechnet. Plus 3,5 Watt für ein externes Glasfasermodem macht 16,1 Watt in Summe für diese beiden Geräte. Den Kombi-Router mit integriertem Glasfasermodem setzt AVM mit 10 Watt an. Also braucht der obere Haushalt mit Glasfaser-ONT plus Router deutlich mehr Strom als der untere Haushalt mit einem einzigen Kombi-Router wie etwa einer Fiber-Fritzbox. Den Strompreis hat AVM in diesem Beispiel mit 40 Cent pro Kilowattstunde angesetzt. Ändert man diese Werte, dann kommt ein anderes Einsparpotenzial heraus. Nimmt man als WLAN-Router jedoch einen Stromfresser, dann hat der AVM-Kanal natürlich recht. Hat man dagegen eine sparsame 7530 AX aus 2020 oder eine noch sparsamere 7530 ohne AX aus 2018, dann brauchen diese Modelle sogar samt UNT ein bisschen weniger Strom als die Fiber 5590. Jetzt will ich aber nicht über den erfreulich geringen Stromverbrauch der 7530er Boxen klagen. Aber es kommt halt immer darauf an, mit welchen WLAN-Boxen man solche Vergleichsrechnungen aufstellt. Im Prinzip macht es kaum einen Unterschied, ob das Glasfasermodem nun innerhalb einer Fiberbox verbaut ist oder extern vor einem WLAN-Router sitzt. Und bedenkt man die 250 Euro, die man durch den Nichtkauf einer 5590 spart, dann ist der ökonomische Vorteil der Weiternutzung einer 7530 oder 7530 AX hinter einem ONT noch größer. Von der besseren Nachhaltigkeit ganz zu schweigen. Fazit. Hinter einem normalen Fiber 50, 100, 250 oder 500 Anschluss kann eine maximal 4 Jahre alte 7530 AX den Speed per WLAN auch anno 2024 noch sehr brauchbar an ihre Endgeräte durchreichen. Über die LAN-Ethernet-Buchsen sogar noch besser. Die Power eines großen Glasfaser 1000 Megabit Anschlusses kann eine 7530 AX über ihr AX WLAN jedoch nicht ganz ungebremst an ihre WLAN-Endgeräte durchfunken. Aber fast. Auch bei der Sicherheit muss man sich keine Sorgen machen. Eine Fritzbox 7390 aus 2009 oder jünger hat mit Fritz OS 6.88 vermutlich das letzte Update bekommen. Für normale User ohne externe Firewall also nicht mehr ganz empfehlenswert. Eine Fritzbox 7490 aus 2013 oder jünger hat mit Fritz OS 7.57 schon aktuelle Sicherheit unter der Haube. Eine Fritzbox 7530 AX aus 2020 oder jünger hat mit Fritz OS 7.80 sowieso aktuellste Sicherheit. Wer also eine 7530 AX bereits im Bestand hat oder sie für unter 100 Euro gebraucht im Internet kauft, kann sie hinter einem ganz modernen Glasfaser-ONT durchaus zu nie gekannter Internetqualität aufleben lassen.
So viel zur Frage, soll ich mir eine teure Fritzbox 5590 Fiber zu meinem neuen Glasfaseranschluss gönnen? Soll ich vielleicht sogar auf die kommende 5690 Pro oder 5690 XGS warten? Oder soll ich nicht einfach das Glasfaser-ONT-Modem-Kästchen meines Cheap-One-Glasfaser-Providers akzeptieren und dann meine bisherige Fritzbox oder sonst einen attraktiven WLAN-Router dahinter hängen? Ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren.